In diesem YouTube-Kanal Postura Haltung mit Hirn und Herz findet ihr vor allem eine Vielfalt von Übungen, um den Körper fit zu halten und um die Körperhaltung in ihrer ursprünglichen, natürlichen Leichtigkeit zu unterstützen oder dahin zurückzubringen. Die Anleitungen dieser Postura-Übungen sind etwas speziell und vielleicht für den einen oder anderen sehr ungewöhnlich. Diese Anleitungen lassen uns in der Mikroebene des Körpers arbeiten. Die rechte Hüftpfannenkerbe nach hinten oben, der Sitzbeine genug Länge strecken und links die Achillessehne. Das ist das Geheimnis eines intensiven, nachhaltigen und körpergerechten Trainings. Der Körper modelliert sich in seine eigene, anmutige Form. Wie funktioniert es? Postura-Haltung mit Hirn verwendet die Anatomie der Knochen, Faszien und tieflegenden Muskulatur als Stadtplan des eigenen Körpers, der ein wenig studiert wird, bevor es dann in die Übung geht. Deswegen findet ihr auch zahlreiche Anatomie-Videos, die ich Anatomie anders erklärt nenne. Mithilfe der Postura-Übungsanweisungen docken wir uns dann mit der Wahrnehmung an den genannten Körperbereich an. Und mit dieser Anatomie als Stadtplan folgen wir im eigenen Körper seiner Biomechanik und der Physik. Die Übung wird dann mit diesem selbsterfahrenen Körperbauplan durchgeführt, was einen ganz neuen, intensiven und wirksamen Zugang zum Körper eröffnet. Diese geradezu intime Art und Weise, dem eigenen Körper zu begegnen, lässt uns oft in einen meditativen Zustand kommen. Deswegen findet ihr auch Körper- und Atemmeditationen, die einen weiteren Zugang zum Körper und zur Körperwahrnehmung bieten und die reinen Körperübungen dadurch sehr gut ergänzen. Postura-Haltung mit Hirn und Herz ist also gleichzeitig oder vielleicht auch vor allem eine Schulung für unsere Körperwahrnehmung. Diese Wahrnehmung erreicht auch unsere innere Haltung. Sie kann uns geistig und emotional in unsere Mitte zurückholen und unterstützen. Einige Videos in diesem Kanal befassen sich mit Reflexionen über die innere oder geistige Haltung. Und bei nicht wenigen dieser Reflexionen und Videos hat meine Hündin Blanca geholfen. Die Vielfalt der Themen bei Postura-Haltung mit Hirn und Herz, es gibt sogar einzelne Rezeptvideos, reflektiert die unterschiedlichen Aspekte und Blickwinkel des zugrunde liegenden Themas, die körperliche, geistige und meditative Haltung.